Hey Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu Shady Part of Me. Ja, in der letzten Folge mussten wir eigentlich die Abgründe überwinden und tja, was soll ich sagen, wir sind eigentlich immer noch dabei. Und offenbar scheint das schneller zu gehen als gedacht. Wir spielen immer uns den Ball hier hin und her und hoffen natürlich, dass wir bald am Ziel der Reise angekommen sind vom Spiel. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe schon lange wieder kein Rätselvögelchen bekommen. Lass mich auf jeden Fall mal überraschen. Ich habe Kontakt gesucht. Du hast mich weggeschubst. Boo, Ballyhoo. Ich hab's gewusst, dass da drüben was ist. Also wie das Teil da rumzukriegen. Hey, Momentchen. Okay, man kann nicht gleichzeitig. Nee, hab nicht gleichzeitig. Schade. Den anderen Teil hier. Hey, 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 Momentchen mal. Warum ist das jetzt kaputt? Hä? Was doch gerade nicht, als wir hier oben standen. Achso, das ist nur zum normalen Durchfall, das ist nicht zum. Achso. Scheiße. Thank you.
einfach mal überlegen. Also wenn ich jetzt hier stehe, mit der Block oben. Wenn ich hochfahre, geht der Block natürlich auch nach oben selbst. Wenn wir gerade nicht wollen. Aber wenn ich den Block nicht da oben haben will, wie komme ich denn dann weiter? Zum Patzen. Wenn ich jetzt oben bin. Das hat keinen Sinn. Überleg mal, wenn ich oben bin. Block verschwindet nur ganz links. Aber gerade keinen Sinn so wirklich. Sind ja weg. Ja, so macht's Sinn. Wenn du so weit gekommen bist, musst du meine Hilfe wirklich sehr, sehr dringend brauchen. Okay, brauche ich die dann wirklich? Ich hab jetzt noch einen anderen Weg zurückgegeben. Vielleicht doch nicht. Zeit. Das verstehe ich nicht. Wenn du Hilfe brauchst, hol sie dir. Hier nicht weiter. So, wir müssen die Gutsdase hier hochbringen. Nicht weiter rüber, also wir müssen nach rechts mit ihr. Oh mein. Halt! Du hörst mir zu. Nein, ich höre ihr zu. Streitet ihr euch aber noch ein bisschen mehr. Nicht in Jurez, an wen bin ich? Du wendest dich an mich. Nein, sie wendet sich an mich. Streitet doch mal schön weiter. Am besten. Immer mehr, immer mehr. Hier mal nochmal gucken.
als wundern, wenn du zwei davon bist. Ja, Moment, ich frage mich aber ganz ehrlich, wie viele haben wir denn bis zum Schluss wirklich verpasst am Rätsel? Immer durchfallen, bitte. Danke. Oh Gott. Beinahe eingequetscht. Wie lange muss ich warten? Soll ich weiter auf dich warten? Boah, Alter, echt jetzt? Scheiße, wir müssen eigentlich auf die andere Seite. Aber hier kann man doch rüberspringen, oder? Das könnte nur Mühe sein. Das ist doch bestimmt so ein Frame Perfect, ey. Okay, lass mal sein. Jetzt den ganzen Scheiß wieder zurückdrehen. Da fällt mir jetzt gerade auf. Warte, ich drehe mal die ganze Zeit zurück. Geht schon mal. Ja, muss ich warten, auf dich warten? Das musst du alles machen. Offenbar nichts hier drin finden, berühren. Ein Rätsel, schade. Du musst dich erinnern. Du musst lernen. Warte, bis ich mich erinnere. Warte, bis ich lerne. Wollen wir denn uns erinnern? Wollen wir denn noch mehr lernen? Eine schöne Aufführung.
Der lange Traum, der schlimme Traum, die große Aufführung. Weiß nicht, was ich bisher davon halten soll. Sie haben gesehen, sie haben gesagt, sie haben gesprochen. Keine Zukunft für mich? Oh, du bist aber gemein. Ist das das, woran du dich erinnern wolltest? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ein Ja. Muss ich deine Gedanken erraten? Was ist das für ein Ort? Ein Jahrmarkt, ein Rummel, wie auch immer du es bezeichnen möchtest. Such's dir aus. Komm hier schon mal nicht weiter. Entchen. Ist die Frage, wenn ich die Luftballons. Naja. Hier sah es irgendwie spaßig aus, findest du nicht? Nicht schon mal gesehen, Angelmann? Angelmann, ja. Ist auch eine schöne Bezeichnung. Oh, ein Käfig. Das mir so gefällt. Was machen Sie hier? Ich hätte nicht gedacht, dass es noch hier ist. Ich bin auch noch da. Aber Freunde, ganz ehrlich, ich habe so das Gefühl, wir sind dem Ziel wirklich, wirklich sehr nahe. Dementsprechend würde ich mich für heute bei euch verabschieden. Ich sage nur noch ciao, ciao. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich schaue nur noch mal kurz, was passiert, wenn ich jetzt hier dran ziehe. Da wäre ein Schalter, den wir ziehen durften. Dann hätten wir den Reifen, durch den wir durchkommen. Ja, das eine Rätsel machen wir doch noch. Das sollte ja eigentlich nicht so schwer sein. Schalter? Ja, das ist ein anderer Schalter. Dim. Hey, danke, dass du die ganze Arbeit machst. Ich wünschte, ich könnte dich so tragen.
sollte aber kein Problem sein mit dem Tragen. Aber, wie gesagt, machen wir das alles in der nächsten Folge. Sag noch ciao, ciao, schaltet wieder ein. Und bis dahin, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid.